Ja, Mensch, herzlich willkommen bei Let's Play Shogun 2 Total War oder Total War Shogun 2. Ich bin mir da immer noch nicht ganz sicher, wie man das denn ausspricht. Denn überall steht es anders und wird anders gehandhabt. Aber nun gut, nun werden wir uns mal darum kümmern, in diesem Part ordentlich auch unsere letzte Stadt zu verlieren. Denn die Otomo scheinen ja irgendwie bei mir nicht ganz auf gute Hände getroffen zu sein und deswegen werden wir jetzt ordentlich verlieren, wobei diese kleine schmächtige Armee wird mich nicht davon abhalten können, meine Stadt hier weiter zu behalten, denn ich werde mein Bestes dran tun, dass ich hier am Leben bleibe und vielleicht werden wir dann die Kampagne sogar noch zum Guten wenden, was ich allerdings irgendwie nicht so fest glauben kann, weil irgendwie, naja. Irgendwie läuft das ja alles eher suboptimal hier für uns. Muss ich ja ganz ernsthaft sagen. Vor allem kommen die hier gleich angeschissen, hauen das dann wieder kaputt. Und dann geht's uns wieder ganz, ganz schlecht. Natürlich können wir auch noch hier Hyuga runterlatschen oder mal kurz was angreifen, aber ich glaube, ich möchte erstmal nichts gegen die Ito machen, weil wenn wir hier oben schon zwei Streithähne haben, dann müssen wir da unten auch nicht noch welche haben. Tut mir ja leid für die Gegner, dass nur sie da im Feindeskreis bleiben. Erstklassiger Schütze. Wunderbar. Aufzeichnung. Ja. So viel ist ja noch nicht passiert. Allerdings rekrutierte Einheiten, Infanterie natürlich. Ah. Tode. Verlorene Provinzen. Und Gefechte. Davon gar keine Siege. Landgefechte. Eins. Ja. Es tut mir ja leid für die Otomo. Bei Otomo muss ich übrigens immer daran denken, dass ja, Battle Realms auch einen Otomo hatte. Aber erstmal gehe ich eine Runde weiter. Währenddessen kann ich ja weiter erzählen. Und zwar, dieser Otomo hat den lieben Herrn Lord Kenji begleitet auf seinen Wegen und dementsprechend hatten die eine innige Beziehung zueinander, nicht auf, naja, komischer Seite, sondern auf ganz normaler, freundschaftlicher Seite. Und da ist ein feindliches Boot. Was ein Glück, dass sie nicht bombardieren können. Wäre mir sehr, sehr unangenehm. Bauen wir nochmal die Feste auf, bitte. Ja, und dieser Otomo, der war eigentlich immer ziemlich, ja, kann man schon sagen, die waren nett zueinander. Und das Boot wird uns vernichten. Ja, das Boot wird uns vernichten. Wunderbar. Sie muss auch mal gleich wieder ein bisschen zurück. Und naja, die Otomo muss ich leider immer damit assoziieren, weil die Person war auch, der Otomo war nämlich auch ein bisschen breiter und deswegen muss ich die Otomo hier irgendwie immer mit so einem etwas dickeren Asiaten verbinden. Tut mir leid. Battle Realms hat es mir vorgelebt. Tut mir wirklich schrecklich leid. ja, Beherrschung der Künste. Was wird denn gerade erforscht? Kostenaktion in Ninjas. Nein, wir gehen mal jetzt bitte nochmal auf Bushido, ein bisschen kämpfen. Hat noch keinen Gef. Schade, großer Clan wurde zerstört, die Shimazu. Ein mächtiger Clan wurde durch einen Rivalen zerstört. Nun sind die Körper ihrer Krieger Futter für die Aasgeier. Schauen wir uns das kleine Filmchen mal an.
Genau. Damals war das nämlich so, dass der Lord sich nur ein Messer oder ein Schwert in den Bauch gestoßen hat und dann sein treuester Untertane oder ein Untertane halt dann, ein Untertan ihm dann den Kopf abgeschlagen hat. Welche Beweggründe das genau hatte, weiß ich jetzt gerade leider nicht aus dem Kopf. Das kann euch sicherlich ein Geschichtslehrer besser erzählen oder auch das Internet. Ich werde es vielleicht mal nachgucken, aber haltet euch lieber nicht dran fest, dass ich irgendwas nachgucke. Das kann nämlich bei mir auch mal ganz schnell irgendwie in den grauen Zellen verschwinden und dann nicht mehr rausgelassen werden. Ja, gehen wir mal eine Runde weiter. Mit dem Satzma hatte ich wirklich bessere Karten. Auch wenn es am Anfang gleich zu einer Schlacht kam, musste. Ja. Wollen wir denn mal ein Seegefecht machen? Es wird ja eh nichts daran ändern, dass wir verlieren. Seegefechte sind ja meine Stärke, wie man immer ganz deutlich sieht. In Fall of the Samurai. Nur gut, ist halt, naja, passiert halt, ne? Muss ja auch mal geschlagen werden und die Grafik ist ja in den Schlachten auch sehr nett. Kann man sich das mal antun und außerdem so schlecht sahen unsere Karten gar nicht auch aus, aber für Seeschlachten interessiere ich mich dummerweise in Total War überhaupt nicht. Höchstens auch in Empire, weil da mir die Schiffstypen gefallen. Allerdings werde ich da auch kläglich verlieren. Zum Glück habe ich mit Russland eine Macht ausgewählt, die nicht auf Flotten setzen muss, sondern eher auf Bodentruppen. Apropos, da müsst ihr mir auch nochmal Tipps geben, wie ich die Wirtschaftskrise da lösen kann. Da hatte ich keine Informationen für bekommen. Oh, und es regnet auch noch. Wunderschön. Aber guckt euch das Wasser an, das ist doch mal schön. Was habt ihr denn für Möglichkeiten? Liebe Jungs, ich würde gerne dichter an euch ranzoomen, aber es geht nicht. Singt ihr euer Todeslied? Ihr werdet übrigens schon nass an den Füßen. Ihr solltet lieber dort oben raufgehen und dort ein wenig aufpassen, weil mit nassen Füßen kämpft es sich schlecht, ja? Und wo kommt der Wind? Von da, aber das kann uns egal sein. Wir haben ein Ruderboot. Dementsprechend passt das schon. Los! Dort hinten ist unser Feind. Wir warten auf ihn. Alleine die Größe des Schiffes macht mir Angst. Aber so viele sind das ja gar nicht. Aha! Wir haben keine Bogenschützen an Bord, oder? Haben wir Bogenschützen an Bord? Nö. Oder sind das Musketiere? Oh, hallo Jungs, ihr werdet da ja richtig nass. Wir können uns aber auch nicht verstecken vom Feind. Jetzt haben wir schon angefangen. Wenn wir das auch zu Ende bringen. Was wir begonnen haben. Schussreichweite, dürfte das sein? Ist das die Reichweite? Wenn ja, sollten wir aufpassen. Ich hoffe, das Boot wird uns nicht in Flammen setzen. Und die Säcke drehen bei. Gefechtsgeschwindigkeit. Was bedeutet das? Steigert für kurze Zeit die Rudergeschwindigkeit eines Schiffes. Oh, ein kurzer Mini-Ruckler. Feuert! Oder könnt ihr noch gar nicht feuern, hallo? Ich dachte, ihr könnt schon feuern. Jungs. Haltet euch bereit. Wir werden beschossen. Tatsache. Wir müssen uns aus den Salven da rausholen. Natürlich gefährlich. Ja,
Haben wir natürlich einen sehr großen Nachteil. Wir können nicht so schnell feuern wie die Bogenschützen. Aber wir haben ein sehr wendiges Schiff und dadurch vielleicht einen kleinen Vorteil. Vielleicht. Wobei die haben 52 Schützen noch. Lediglich unsere 23 Mann. Unser Lundenschloss Kaboya. Kaboya, ne? Ne, Kabaya. Kobaya! Pardon. Lundenschloss Kobaya. Hauen wir lieber ab von den Säcken. Eine jahrelange Verfolgungsjagd. Ja, hier mit dramatischer Musik noch. Ja. Die Gischt stößt an unsere Ruder, an unser Schiffchen. Es ist ein langsames Schiff. Muss man sagen. Und die Otomo sind tapfere Ruderer. Wie sonst sollten sie nach Portugal gekommen sein, ne? Wie gesagt, ich bin absolut kein Freund von Seeschlachten. Jetzt versuche ich es nochmal mit einem dran vorbeifahrenden Angriff. Kann ganz schön in die Hose gehen, glaube ich. Hat der was getroffen? Nö. Natürlich nicht. Aber sie haben auch nur einen erwischt. Noch. Noch haben sie nur einen erwischt. Ist natürlich das Gute hier. Der olle Pott muss erstmal drehen. Während wir schon im Vorbeifahren versucht haben zu schießen. Und dann können unsere Jungs auch nachladen. Oh, und sogar nochmal schießen. Habt ihr irgendwas kaputt gemacht? Ja, das kann sich noch so um die 3 Stunden hinziehen, so, würde ich meinen. Aber anscheinend werden unsere Leute müde. Läuft auf jeden Fall nicht mehr so schnell wie vorher. Dennoch kommt das andere Schiff nicht wirklich näher. Die werden wohl mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben. Hätte man doch eine fette Kanone an Bord. Hier kann man noch nicht mal unter Deck gehen. Hier ist ja wenigstens ein Unterdeck. Kann man sich ja bei Regen wenigstens verstecken. Vor dem Regen. So, dann dreht mal bei. Schon wieder geschossen und einen erwischt. Auf Dauer könnte das irgendwann klappen. Wir dürfen die anderen bloß nicht zum Schuss kommen lassen. Das wäre eine epische Situation. Und das wäre dann meine erste Seeschlacht, die ich gewonnen hätte gegen den Feind. Doch das ist, glaube ich, nur ein Traum. Dreht mal härter bei. Und jetzt fahrt weiter. Und feuert. Gefährlichst. Meine Kinder. Feuert. Feuert doch, nicht ihr. Hallo. Jungens.
Meine Lundenschlosser soll mal feuern hier. Wir sind auch in Reichweite. Könnt ihr doch auch mal hier einmal Bumm machen, oder? Macht doch mal Bumm. Oh. Ich bin bei euch, Jungs. Habt keine Angst. Feuert doch mal. Könnt ihr nicht feuern? Ah, schaukelt das zu sehr, oder was? Oder habt ihr noch nicht nachgeladen? Oder was ist los? Ihr müsst mit mir reden, Jungs. Können auch noch dichter ranfahren, oder? Das kriegen wir hin. Aber das wird, glaube ich, nichts bringen. Weil ihr schießt ja nicht mehr. Ihr Säcke. Ihr könnt nur schießen, wenn das Boot steht, oder was? Ah, geil. Oh, 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 oh. Los, los, los. Oi, oi, oi. Jungens, Jungens. Das geht aber lange nicht mehr lange. Lange. Irgendwann müsst ihr auch mal keine Munition mehr haben, oder? Habt ihr noch Munition oder habt ihr das? Scheiße. Klapper weg. Dafür richtet ihr unser Schiff gar nichts aus. Mäh. Muss mal stehen bleiben. Hindrehen. Anlegen. Feuert. Oh, scheiße. Jetzt seid ihr tot. Feuert. Und weg. Oh. Diese Salven an. An Pfeil, ne? Kann ich gar nicht ab. Rumpfstärke 100. Oh nein. Oh. Könnt ihr nicht jetzt nach hinten schießen, einfach? Oh Mann. Wenn ich jetzt hier einfach irgendwie 15 Minuten vor diesem Schiff wegfahre und immer wieder angreife, das ist doch totaler Schwachsinn, was ich hier mache. Ich verliere ja sowieso. Das ist eine falsche Einstellung, aber ist ja die Wahrheit. Oh, ne? 12 Leute nur noch. Wisst ihr was? Gefechtsgeschwindigkeit und jetzt entern wir mal das Schiff, ja? Das ist mir so scheißegal. Jetzt geht er mal ran, Jungs. Mit unseren 3 Leuten hier mal kurz entern und dann passt das schon. Ja? Jetzt fahrt ihr auch immer wieder so langsam. Hallo? Ran da, ran da! Egal, ihr kriegt das hin. Ihr seid gut. Attacke! Haha! Was ein Schwachsinn! Wir würden unsere Einheiten vorher tun, bevor sie da oben dran sind. Was? Was ist jetzt los? Oh, sie flüchten. Gefecht beenden. Ach, schön. Sollte es zwischen England und Japan zum Krieg kommen, würde letzteres mehr leiden als ersteres. Thomson Harris, US-Generalkonsul in Japan. 1804 bis 1878. 78, pardon.
Verdammte Axt. Schöne entscheidende Niederlage hingenommen. Das passt auch. Aber die Schiffe leben noch. Tja. Das war schön. Ein Drohneangriff. Ito. Sohn wird erwachsen. Schön. Mission erteilt. Was? Iwami sollen wir angreifen oder was? Bisch. Ah nee. Ein Drohneangriff. Wir haben beunruhigende Nachricht erhalten, mein Herr. Quellen innerhalb dieses und einst freundlich gesonnenen Clans warnen uns, dass ihr Daimyo unsere derzeitige Situation ausnutzen will und eine Invasion gegen uns planen. Wir müssen auf jegliche Feindseligkeit vorbereitet sein. Ja, schön, dann kommen sie von allen Seiten. Das ist auch richtig geil. Na, dann würde ich erstmal nach Hyuga gehen. Ja, hallo? Für meine Leute. Aber nicht in diesem Part, denn der ist wieder fortgeschritten. Ich hoffe, es hat gefallen. Eine wunderbare, lange Seeschlacht, die zu einem eigentlich klaren Ergebnis geführt hat. Ich hoffe, ich habe mich mal ein bisschen besser angestellt als in der Seeschlacht. Irgendwann ein anderes Mal, ja. In Fall of the Samurai, da habe ich mich ja super geil angestellt einmal. Aber hier habe ich mal versucht, ein bisschen Taktik reinzubringen, auch wenn ich taktisch sowieso der größte Hintermensch bin hier überhaupt. Naja, warum spiele ich dann Strategiespiel? Wie dem auch sei, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal, viel Spaß. Oh, ehe ich es vergesse, am Samstag Livestream gucken. Na, wenn ihr dabei seid, Video in der Videobeschreibung. Bis dahin, viel Spaß und ciao.